Dieses Video ist möglich durch die Unterstützung vom Taschengeld-Dieb. Für deinen nächsten Einkauf nutz gerne den Link in der Videobeschreibung und wenn du dabei noch sparen willst, dann unterstütze uns gern als Patreon oder Kanalmitglied. Herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu unserer letzten Folge in der Kreta-Kampagne. Ihr seht schon so ein bisschen auf der Kamera, wir haben endlich mal die Afrika-Platte auf dem Tisch. Und die werden wir heute mal tatsächlich mit Bold Action bespielen. Angedacht war sie ja tatsächlich mal für Operation Squad. Ich glaube, für Operation Squad ist ein bisschen groß. Ja, ach nein, da geht noch mehr. Ja. Aber wir werden das heute jetzt mal mit Bold Action testen. Wir haben quasi jetzt die letzte Mission. Die Briten sind auf dem Rückzug. Yes. Wir haben 1000 Punkte jeder geschrieben, etwas über 1000 Punkte. Und die Mission ist wie folgt. Wir haben die Platte so ein bisschen aufgeteilt. Die Briten befinden sich in einem Teil der Festung. Die Deutschen befinden sich in einem anderen Teil der Befestigung und um die Festung herum. Und wir haben die kleine Hafenanlage und die Briten müssen sich zum Hafen zurückziehen. Wir haben noch weitere Truppen, die nicht mit einberechnet sind. Wir haben zum Beispiel hier noch zwei Bofors-Kanonen stehen. Die sind aber nur für Luft-Observer hier, Air-Observer. Genau. Dürfen die eingesetzt werden. Und wir haben fünf kleine Fünf-Mann-Trupps, die sich schon in dieser Hafengegend befinden. Ja, oberste Priorität, diese fünf Trupps extra rauszubringen. Die haben wir auch mit anderen Würfeln markiert. Das heißt, ist so ein kleiner Stopper dann auch im Spiel drin. Genau. Ich kann dann quasi mit denen nichts anderes machen. Die müssen auf jeden Fall das Ganze verlassen. Wenn ich diese fünf Trupps rausgebracht habe, sind wir bei einem Unentschieden. Und für jeden weiteren Trupp oder jede Einheit, ne, jede weitere Einheit, die ich rausbringe, gibt einen Punkt. Und für jede abgeschossene Einheit für dich einen Punkt. Ja, wir werden jetzt mal loslegen. Ich bin gespannt. Truppenmäßig haben wir so wie die letzten Spiele auch. Du hast ein bisschen noch Fahrzeugtechnik. Ich habe mal zwei Autos mit dabei. Ja. Eine Haubitze? Eine Haubitze habe ich mit dabei, aber ansonsten Fallschirmjäger, Gebirgsjäger, ja. Den Air Observer wieder, aber nichts Spannendes. Bei mir auch nicht. Ich habe tatsächlich noch zwei Brand Carrier mit eingepackt. Der Mörser ist mit dabei, Maschinengewehr ist mit dabei. Der Medic, weil er letzte Runde schon mal was gemacht hat, habe ich ihn mit eingepackt. Kann die Scharen und ich habe tatsächlich meinen Sniper mit eingepackt. Der macht sich vielleicht in dieser Festungsanlage auch nochmal ganz gut. Aber wir gehen jetzt auf den Tisch, zeigen euch die Karte nochmal und dann drehen wir direkt los. Viel Spaß! So, wir hoffen, ihr könnt die Karte so einigermaßen gut überblicken. Also, das ist der Teil der Briten. Das ist der Teil der Deutschen. Hier ist die Hafenanlage, da muss ich hin. Hier sind alle meine Truppen platziert. Hier oben ist noch ein Spotter für den Mörser. Da oben ist mein Sniper. Bei dir sind auch Spotter und Sniper gut verteilt. Hier oben sitzt was drin. Da ist ein Spotter, das ist der Spotter Haubitze, das ist der Spotter Mörser. Da oben ist auch noch mein Air Observer. Mhm. Scharfschütze sitzt hier im Gebäude. Maschinengewehr, Mörser halt hinten, Haubitze hinten. Okay. Wichtig, wir haben gesagt, alles ist nur leichte Deckung. Ja, aber sonst kriegen wir uns hier nicht kaputt. Sonst kriegen wir uns nicht kaputt. Und es gibt auch keinen Bonus plus eins, weil man in einem Gebäude ist. Nein. Es ist einfach nur bewegt leichte Deckung. Ja. Und Peng. Und ich bin die erste Runde ein bisschen confused, weil ja der Hauptmann, der den Angriff leiten sollte, nicht da ist. Deswegen darf ich in der ersten Runde mich nur so ein bisschen advancen, nicht groß schießen. Vielleicht gibt meine Artillerie und mein Mörser mal so einen kleinen Deutschschuss. Ja. Aber sonst der große Angriffsbeginn ist, wir warten. Oh, der Hauptmann, der muss doch kommen. Der muss doch kommen. Guck mal, einer am Tor. Ja, meine Ausgänge sind hier und auf der Seite. Hier haben wir keinen Ausgang. Das heißt, ich muss über die Seiten raus. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben drei verschiedene Würfelfarben drin. Wir haben den blauen Würfel für die Deutschen, den schwarzen für die Briten und wir haben den sandfarbenen oder olivfarbenen für die Truppen, die quasi zum Hafen müssen. So, ich habe 12 Würfel. Ich habe 11 oder 10. Okay, das ist auf jeden Fall ein ganzer Sack voll. So, und der erste geht an schwarz. Ach komm, ich würde mal den Mörser einfach mal hier kommen lassen. Auf die Einheit. Ja, ich muss ja, nee, ist nichts. Muss ja erstmal. Auf wen denn eigentlich da? Auf diese Einheit hier vorne. Achso, okay. Die große. Das war nichts. Hier, blau. Vanish? Vanish Object? Ja. Vanish Object. Kein Produktplacement. Ja, der Mordor hat geschossen. Ich kann ja in der Runde maximal advancen mit allem. Also, und Haubitze und Mörser halt. Und
Mein Air Observer wird eine Bofors anvisieren. Ja, mein Spotter. Ich lasse auch einfach mal hier einen. Lass mal einen kommen. Einfach mal hier einen reinkommen mit der Medium. Auf die Griechen. Nicht die Griechen. Ja, die sehe ich doch nur. Die anderen sehe ich doch nicht. Das Maschinengewehr sehe ich nur. Oder ich schieße auf deinen Mörser. Das finde ich aber assi. Das mache ich nämlich mit meinem Mörser. Ich schieße auf das MG. Oder auf die. Auf, nee. Ja, wenn die jetzt wieder sterben. Die haben echt gelitten, ne? Die haben echt. Muss man sagen. Die haben echt Nahkampf verloren, zweimal gestorben. Wo würfel ich denn hier? Ja, hier das vor. Ist das so schön für die. Nee. Puh. Oh, einer meiner Truppen. Hier vorne. Okay, die können immer nur Advance, haben wir gesagt. Ne? Yes. Okay, dann würde ich den ersten Trupp mal bis hier laufen lassen. Weil die sind ja schwer angeschlagen, ja. Die haben harte Erlebnisse, wurden am Flugfeld verprügelt. Ja, die. Zweimal. Schwarz. Der Brand Carrier fährt mal raus. 9 Zoll, ja. Wobei ich kann den auch. In einem Run eine Drehung. Eine. Dann würde ich hier mal eine Drehung machen. Nee, gar. Doch eine. Ja, eine. Kette. Kette hat keine. Das ist ja Kette. Ach, ist Vollkette, dann keine. Ja, in gut, dann gehe ich ein bisschen weiter. Ich fahre halt einfach geradezu. Aber ich fahre halt nicht die volle Distanz. Ah, schon wieder so ein Trupp. Das wird jetzt aber voll hier. Okay, die aus dem Bazar. Raus. Hier eine Kamele ran. Man muss dann ein W6 wie viel vom Kamel. Den fortgetragen werden. Auf die Kameltabelle musst du. Auf die Kameltabelle. Aber ich kann. Und da gibt es einen Kamelmarker. Bei denen kann ich aber tatsächlich sogar Kamele dazu kaufen. Stimmt. Ja, da musst du erst recht auf die Kameltabelle würfeln. Mörser. Fuego. Auf meinen Mörser? Auf deinen Mörser. Nö. Nee. Halt. Wir brauchen mehr. Marker. Schokokorsis. Ja. Schwarz. Die in einem Run gehen hier an die Deckung ran. Da kommt was. Da kommt doch einer. Wir müssen hier weg. Ja, ich stelle die mal hier ein paar noch ans Tor, wenn nicht alle rauskommen. Blau. Ja, ich gehe hier mal. Ich finde es eigentlich auch ganz. Nee. Ja, hier kommen die, gehen so ein bisschen die Treppe hoch. Ich stelle die jetzt nicht auf die Treppe, weil das wird nichts. Ja. Aber der Trupp vegetiert jetzt so langsam die Treppe hoch. Es ist halt aber. Es sollte doch schon längst losgehen. Ja, wo ist der denn? Wo es bleibt ist der? Beinahe Mittag. Angriffsbeginn war vor 15 Minuten. Machen wir mal einen Brand Carrier. Fahr den mal so raus. So 9 Zoll. Pack. Tür ist zu. Ah, das Falltor ist zu. Achso, du hast nur ein Advance gemacht, ja? Ja. Ich muss auf die Falltürtabelle werfen. Auf die Falltürtabelle werfen. Ja. Ob ich aufgepiekst werde oder nicht. Ah! Doppel 6. Ah, gefahrenes Warp. Ah. Falsches Spiel. Ja, damit ist dann der Mörserwürfel auch weg. Ja, ich glaube, die sind jetzt auch außer Sicht für deinen Sporter. Ja. Aber es sind genug Ziele da. Ja. Und du wirfst ja beim nächsten Mal eine 5. Also, nee, beim nächsten Mal wirfst du eine 6. Wenn du sie nicht mehr brauchst. Dann mal die. Ja, die sind jetzt quasi im Torhaus. Ich stell die mal oben drauf. Also die sind kannst du nur einen oben drauf oder zwei oben drauf stellen und lässt die anderen da stehen. Die anderen davor.
Schwarz. Mensch, will doch nicht. Mein Chef geht mal mit. Willi, Willi, komm noch mit. Schon mal raus. Oh, ein Trupp. Hm. Ein bisschen voll hier. Ja, die wollen halt auch alle gehen. Ja, ja. Ist das Schiff denn schon da? Ja, Schiff schon da. Schiff schon da. Ist in Zufahrt. Ja. Oh. Die Griechen. Rennen mal hier hinterher. Also die stehen jetzt eigentlich schon am Torhaus dran. Nehmt uns mit. Nehmt uns mit. Wir wollen nicht hier bleiben. Ja, schon eine Schmarre am Helm, der weil er hingefallen ist. Der ist hingefallen. Oh, wow. Der Medic geht mit. Der geht lieber bei den Griechen mit. Maschinengewehr geht in Ambush. Oh, noch eine Einheit. Wovon ist denn dieser Würfel? Ich weiß es nicht. Haubitzes? Nee, hat schon einen liegen. Mörser? Achso, nee, von den Fallschirmjägern. Hm, so. Hier einen kleinen Advance. Achso, hier wird wieder auf Ambush gelegt. Gehst du vor die Tür? Ja, hier so an die. Also ich sehe dich noch nicht. Ich komme dann in die nächste Überraschung. Ich muss mich ja hier gerade noch ein bisschen bremsen im Angriffsfluss, weil ich weiß ja noch nicht, was los ist. Naja. Mein Schneiper. Schneipert mal. Was ist das da oben? Ein Spotter. Und hier oben? Ein Spotter. Das für die Haubitze? Mhm. Dann schneiper ich den mal weg. Fire. 3, ja? 4? Mhm. 3? Nee, auf für 3. Treffer? Und 5. Nö. Kriegt der Spotter jetzt einen Pin? Ja, das kriegt ja nicht die Haubitze in den Pin. Nee. Wieso ist hier ein Dach? Weil das hier fehlt. Hast du gedacht, das gehört, das ist um die Luke abzudecken? Blö. Ja, mein Air Observer möchte, dass die hier wegkommt. Okay. Mein Schiffchen geht damit hin. Ich komme schon mal mit. Ich guck mir das mal. Das kann doch nicht sein. Also haltet euch mal bereit. Geht gleich los. Was habe ich denn noch? Die Besatzung in den Autos. Die eine muss down gehen und die andere könntest du bewegen. Ja, die gehen beide. Dann sind der Rest meine Würfel, ne? Ja, und hier ist noch eine Crew, die sich bewegen kann. Also hier sind noch 4 Stück. Ja. Die ziehe ich jetzt nochmal 6 Zoll ran. Ja, mein MG geht in Ambush. Die warten, dass hier irgendwas vor die Tore kommt oder so. Ja. Der hier fährt nur ein Stückchen vor, weil er halt noch einen Fuß auf dem Pedal hat. Ja. Genauso auch auf der anderen Seite. Und mein Schnipper hat halt gemerkt, dass auf sein Haus geschossen wurde. Er fährt vor, sieht auch den Brand da hinten. Ja. Komm hier, sporadisch MG, ich kann jetzt ja eh nur pinnen mit. Bewegt, lange Reichweite. Da will einer abbauen. 6 Schuss, bewegt, lange Reichweite auf die 5.
Ja, hast einen Pin. Okay. Ich, mehr kann ich ja nicht machen. Bist ja bis zu 7, ne? Ja. Ja, mehr geht mit MG nicht. Okay, dann. Mein Schnipper. Ach so. Und mein Schnipper hat ja gemerkt, dass auf sein Haus geschossen wurde und er sieht den anderen Schnipper. Mhm. Trifft. Pin ist Veteran. Ja. Jo. Tot? Nö, nein. Ist war einfach nur da. So, Männers, Herrhö. Der Hauptmann steckt im Stab. Ja. Der kommt nicht mehr. Angriffsbeginn. Jetzt. Jetzt. Einzelheiten werden später geklärt. Aber wir... Später, sagte ich. So, Flieger. Runde Nummer 2. Er kommt. Okay. So, was ist es? Ein Jagdflugzeug. Mhm. Okay. Abwehrfeuer kann ich geben? Abwehrfeuer. Zwei Schuss. Erstmal gucken, ob die treffen, ne? Auch erstmal, ob die überhaupt aktiviert werden. Ach ja, auf die 5. Die, ja, eine 6? Ja, beide 6. Okay, dann... 4 Schuss. 4 Schuss. Auf die 5. Nicht einer. Gut. So, erstmal kriegst du W3 minus ein Pin. Ja. Oh, 4. Ne, minus 1. W3 minus 1, also 2 Pins. Dann, und einen zusätzlichen. Ja. So, und dann kriegst du 2 W6 Hits. 12. Mit DSK. 2. 2. Es sind natürlich Veteranen mittlerweile. Ja. Das heißt, du hast eine 5. Die Crew 5 steht weg, aus... 4 weg. Ja, auf die 3. 3 plus mit 12 Würfeln. 4 Mann Besatzung. Auf Wiedersehen. Man sieht es leider gerade nicht, aber ich habe 5 Sechsen und eine 5. Starker Flieger. Die Messerschmidt hatte Bock. Ja. Die hatte auf jeden Fall Bock. Blau. Hm. Attacke. Durchs Tor. Durchs Tor. Oh nein, ich habe den Embusch-Würfel hast du weggepackt. Oh, sehr gut. Okay. Auf 5 und 6 darfst du ihn wieder hinlegen, weil die Chance ist halt jetzt schlechter. Die ist nicht mehr 50-50, sondern... 3. Nein, ist okay. Da muss ich dir minus 1 geben auf, den, auf deinen Wurf. Ja, los, komm. Vorwärts. Ja, ich nehme noch die anderen beiden gleich mit. Ja. Ich renne da gleich mit der ganzen Kohorte durch. Ja. So. Soll ich mal ein bisschen messen hier? Ja. Willst du advancen oder willst du runnen? Advancen. Dann bleibst du genau im Torhaus stecken. Ich stelle dich mal selbst oben die Vordersten? Die Vordersten? Die ja, ja, das waren die, guck mal hier, die kommen nur bis... Also die ja, kommen gut, hier gerade okay, so raus, ne? Dann kommen die hier vorne hin, dann können die Hälfte der Gebirgsjäger schießen. Ja. Und die anderen stecken alle im Tor drin. Ja. Na, und der... Wie groß ist denn der Trupp? Naja, 10 und da hast du jetzt schon die ersten Fallschirmjäger mit dazugepackt. So. Das ist ja egal, aber... Die kommen ja alle damit durch. Kommen ja alle da durchs Tor und ich denke nur mal die ersten, was weiß ich, 4 können schießen. Ich voll die Flut, ey. ja, das hast du leider verpasst. Die ersten 4 können schießen. Natürlich sind die Maschinenpistolen vorne weggegangen. Ja, das wäre dumm sonst. Ja, es wäre dann auch point blank. Hm? Auf dein Maschinengewehr, ne? Ja. Es sind 3 Maschinenpistolen und ein Gewehr. Das Gewehr auf die 3, die Maschinenpistolen auf die 2. Mhm. Du hast leichte Deckung. Mhm. Also Maschinenpistolen auf die 3 und Gewehr auf die 4. Ja. Gewehr trifft. Ja. Maschinenpistolen 4. Okay. Veteran? Ach, das ist... Ja, Teams sind immer Veteran. Einer, aber es ist eine 6. Nö. Also noch 2 dran. Schwarz. So, da kann ja jetzt nichts mehr passieren. Die haben ja jetzt geschossen. Wo ist dein Sniper? Ja, ich schieße mal mit meinem Sniper auf deinen Sniper. Ich aktiviere wenn das du mal. Ihn aktiviert bekommst. Ja. 9. Snipers Veteran. Dann geht das. Hoffe 3. Trifft. Hoffe 5. Nein. Aber ein Pin.
Wo ist er? So. Ja. Okay. Ich schieß mich mal auf deine Haubitze ein. Okay. Ja. Es ist 6. Ich gehe down. Okay, also du gehst down. Geh down. Wie viel sind da dran? 4. 4. Das heißt nur 2 Hits. Nur 2 Hits. Ich bin ja down. Ich halbiere damit 4 Hits. So, und 5 weg, 4 weg. 3 plus. Ein Toter, ein zum Snipern. Nein. Und ein Toter, ein W. Ein W davor oder danach? W3 oder? W3 Pins. Ein Pin, ein Toter. Yay! Woo. Das hat sich gelohnt. Aber nächste Runde schon auf W2. Stimmt, Down war dumm. Wenn er noch lebt. Ja. Habe ich einen Würfel hingelegt? Ja. Ja. Blau, ich schieße auf deinen Mörser. Mit? Mit deinem Mörser? Mit meinem Mörser. Auf die 5. Also hier, der Platz ist ein bisschen kacke, weil jeder dritte Wurf hier ist irgendwie Kipp. Brauchst du ein Würfeltablett? Würfeltablett, ja. Ja, ich hätte eins. Oh. Dann lassen wir hier mal laufen. Oh, bis hier vorne kommt er hin. Na, nächste Runde sind sie dann weg. Ja. Schnell, macht schnell. Go to the port. Ja. Port? Nein, Port. Port. Kannst du direkt nochmal die Toten. Die Toten? Den March of the Dead. Kannst du vielleicht direkt nochmal die Toten bewegen. Schnell. Und danach bist du dran. Schnell. William. Paul. Jacob. Peter. Lauft. So, ich habe noch einen schwarzen hier. Noch einen schwarzen. Sniper hat. Mörser hat. Wo ist denn der Würfel für den Mörser? Achso, der liegt hier am Spotter. Gut, dann würde ich mal den Brand Carrier fahren, also aktivieren. Mhm. Das klappt. Ah, die Besatzung hat auch einen Pin, ne? Ja. Stimmt. Also vollkommen recht. So, die lasse ich jetzt mal einmal drehen und 9 Zoll cruisen. Cruisen. Männer, Körper. Schnell. Schnell weg hier. Oh. Ein Schwarzer. So, mein Chef rennt mal hinterher. Boah, ich glaube, OS auf dem Ding dauert ewig. Also ja, da spielst du wahrscheinlich nur eine kleine Fläche, ne? Ja, von Innenhof zu Innenhof. Ja. Oder selbst da spielst du vielleicht nur diesen Teil, ne? Ja. Run. Ein blauer Würfel. So, meine Gebirgsjäger. Ach, ich habe auch meinen Ambush-Würfel, habe ich auch weggepackt. Ja. Also, die gehen hier oben mal auf der Panade, wollte ich schon sagen, auf der Reling lang. Wo habe ich jetzt mein Mal? Ich weiß nicht. Wow. Auf der Reling lang und gucken mal, was hier so abgeht. Hui. Sieh mal, bei Operation Squad spielst du hier dann aber auch noch in den Gebäuden wahrscheinlich drin. Ja. Hui. Ich schieße auf deinen Mörser. Okay. Alles lange Reichweite. 3 Maschinenpistolen schießen nicht. Nee. Aber eine Maschinenpistole ist der Loader gewesen. Also habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rifle. Mhm. Bewegt, lange Reichweite. Da wir auf der gleichen Höhe sind, würde ich keine Deckung mit reinnehmen. Nein. Und ein Maschinengewehr. Bewegt, lange Reichweite. Also auch auf die gleiche Zahl. Also auch auf die 5. Ja. 2 Hits. Okay. Und nichts. Gut. Sie sind halt hochgekommen, haben den direkt gesehen, war so. Der da!
Die Jungs hier unten, 12 Zoll im Run. Da kommt gleich so ein Kack-Auto angefahren. Jo. Hallo! Guten Tag! So, wo ist denn der Rest? Ich bin hier der Fahrer von die. Haben Sie ein Taxi bestellt? Und ein blauer Würfel. So, die drei. Wer ist das hier? Stimmt, das sind die. Ja, ich sag jetzt, ne? Stell sie doch drei. Ja, wer ist das hier? Wer ist das? Mein Air Observer. Nee, das mache ich ganz am Schluss. Mein Maschinengewehr macht mal ein bisschen Unterdrückungsfeuer auf dein Schnippertrupp. Mhm. Lange Reichweite, kleines Team, leichte Deckung. 6. Oh, 2. Nicht schlecht. Toter mit zum Snipen. Ja, aber ein Toter. Das heißt trotzdem einen Morol-Test. Mhm. Minus 1, weil letzter Mann. Letzter Mann. 8, 9. Nö, passt. Nö, passt. Aber du triffst jetzt minus 1 schlechter. Mhm. So. Die Toten. March of the Dead. Die Toten. Und ein blauer danach. Dann bewege ich die. Infanterie habe ich schon alles durch. Ach, mein Schnipper kann ja noch zurückschnippen. Ja. Ich muss dann wieder hier auf die Kameltabelle würfeln. Ja. Was passiert ist? Ich möchte meinen Schnipper aktivieren. Jo, er hat keinen Pin mehr. Ja. Er ist entpinnt. Und du schießt auf deinen Mörser. Okay. Ja, geht noch. Auf die Dry. Nö. 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 1. Kritischer Fehlschlag. Hm. Sehr gut. Blau. Blau. Ein Auto vielleicht? Das kommt jetzt tatsächlich gleich, weil ich habe auch nur noch 3 Würfel. Das ist Auto, Auto und Air Observer. Mhm. Deswegen nehmen wir den Würfel mit. Und lassen uns mal, weil wir ein Auto sind, mit Reifen fahren wir 12 Zoll. Und hacken da mal in die... Mhm. Ja, ist lange Reichweite. Hacken da mal in die fliehende Meute rein. Bewegt lange Reichweite auf die 5. Feuer frei. Oh. Ein Pin. Sind nur reguläre, ne? Reguläre, ja. 2. 2 Dode? 2 Dode. Mhm. Das ist aber gemein. Nochmal blöd. Air Observer. Auf die Gun. Die zweite Gun. Finde ich halt ein bisschen. Wenn ich den schon free habe und du die, dann. Ja. Außerdem macht es halt Sinn, dass ich mir versuche, die kaputt zu machen. Du bist. Ja, ich komme mal rüber. Willst du den Bremen? Ja. Eine Drehung. Da ist doch. Ach nee, warte mal, da kommt ein Auto, ne? Genau genommen siehst du es auch noch gerade noch gar nicht. Nee. Dann dreh's. Bloß weg hier! Hau bloß an! Ja, ziehen wir noch, vielleicht bleibe ich gleich hier. Willst du die Besatzung absitzen lassen? Nein. Schwarz. Aber ich habe ja hier noch. Ach ja. Die Jungs. Du hast auch noch richtig viele Würfel, Alter. Ich habe noch einen. Die kommen jetzt hier raus. Ach ja, die Griechen sind auch noch. Kannst du direkt nochmal. Ja, ich habe noch die Crews. Kann ich eigentlich ein Rallye im Fahrzeug machen? Ich glaube nicht. Nee, ne. Aber ich weiß es nicht. Ach, einen Medic habe ich auch noch. Warte mal, dann gehen die Griechen hinterher. Ja, jetzt sind die hier im Torhaus. Kannst auch gleich nochmal. Ich lasse die hier mal stehen. Dann geht der Medic auch mit ins Tor. Also, naja, den kann ich kannst hier vor. Kannst auch gleich nochmal. Nochmal. Und da hast du noch 2. Okay. Na, dein MG.
Ach stimmt, mein Maschinengewehr. Ja, und dann, die beiden Fahrzeugbesatzungen. Ja, dann feuere ich mal in die Meute da rein. Erstmal aktivieren. Ein Pin, ja. 8. Ja, ja, gerade so. So, 5. Kurze Reichweite. Ja. Vielleicht sogar Point Blank. Na, ich habe ja auch mit 2 Leuten auf Point Blank geschossen. 2. Ja. 5 Treffer. Das Tolle ist, du könntest mir halt jede Runde auch sagen, was du willst, weil ich sehe es eh nicht. Einer zum Snipen. 20 Treffer. Oh, ich kann snipen. Was haben wir denn da so? 3 Maschinenpistolen, ein Unteroffizier und ein leichtes Maschinengewehr. Ja, nimm mal das leichte Maschinengewehr raus. Okay, dann nehme ich das kaputte hier raus. Ja. Und pack das da drüben hin. Da brauche ich aber einen einzelnen Rifleman, aber das ist kein Problem. Denk dran, das zum MG liegt da noch, ne? Das schwarze Stückchen. So, und dann brauchen die noch einen Pin. Gut, dann habe ich noch die 2 Fahrzeugbesatzungen, die gehen eh down. Okay. Und dann auch so, und dann habe ich noch einen March of the Dead. Aber da passiert nicht so viel. Deine beiden Fahrzeugbesatzungen hier down, du hast 2 Bewegungen davon. Ich habe noch ein Auto. Ja. Das ist bei mir mein Auto, das kommt um die Ecke gepirscht. Und es ist ja jetzt endlich mal im Regelwerk aufgetaucht. Ich habe schon wieder mein Maßband verlegt. Oder hast du mir meins geklaut? Ja, ich habe dir deins geklaut. Es ist jetzt endlich mal im Regelwerk da, das 254 mit dem Doppel-MG. Mhm. Aber es ist ja nur ein Half-Track, deswegen. So, Feuer. Was hast du dann? 10 Schuss? 12 Schuss. 12 Schuss. 12 Schuss Maschinengewehr auf die 4. Stark. 3, 6. Auf den Carrier? 9, 11, 3, 6, ja, 12. Ja, für 75 Punkte, 80, 90, irgendwie sowas. 7. Also 7 auch noch. Ja, ja. Oh, da sind sehr viele. Die Hälfte, ne? Genau die Hälfte. Ach, krass. Ne, ist auf die 4. Also 7 nicht, 5 Treffer. 2 Sechsen. Aber nicht 3 Ausfälle. Nehmen einfach 3 Gewehre weg, ne? Pin brauche ich dann nur. Achso, du hast nicht auf den Truck. Nein, ich habe auf die Infanterie geschossen. Achso, das meintest du mit auf den Carrier. Ja. Nee. Pin hast du? Nee, brauche ich bitte. Nee, nee. Nee, ja, was denn du? Ja, nee. Ja, mit euch. Von Tarzan. Ja, nee. So, dann können alles hier wieder rein. Ja, Runde 3. Erstmal kommt der Flieger. Der Flieger. Jo. Kommt? Was kommt? Erdkampfflugzeug. Okay. Erstmal kannst du gucken, ob du mich aktivierst. Auf die 4. Ja? Ja. 2 Schuss. Auf die 5. Einer trifft. Ja, dann kann ich ja maximal. W3 Treffer. Ah. Mit HE oder W2. Nee, W3. Warum würfelst du denn jetzt 3 Würfel, wenn du W3 Treffer machst? Ja, W3. Dann hast du ja HE. Ja, jetzt sind es 3. W3. Ja. Jetzt mache ich die Treffer. Ja. Vergiss es. 2 Einsen und eine 2. Ja, jetzt musst du. War das wie eben das gleiche? Nee, ach, wir können. Es ist eine 4 Zoll Schablone. Die ist eh kaputt. Die ist eh durch. Wir brauchen mehr Rauch. Ja, wir brauchen Rauch. Ja, aber hat der Air Observer doch. Beide? Gute Arbeit. Blö. Ich möchte meine Artillerie aktivieren. Ja. Geht? Ja, ich nehme weg. Ich mache ein Advance. Ist ja eine Medium-Howitzer. Du willst laufen? Ja, du bist jetzt auf 2. Und die Chance, dass ich den Mörser jetzt rausnehme, ist relativ gering. Würde ich behaupten. Ja. Schwarz. Maschinengewehr, Feuer. Ich versuche das mit dem Mörser nochmal. Eigentlich hättest du das jetzt machen müssen. Ja. 6. Oh. So, Feuer, Maschinengewehr. Alles trifft.
Zwei sterben, eins zum Snipern. Nein, zwei sterben. Dann brauche ich noch einen Pinoroni. Das ist der, der gehört dazu, ne? Ja. Schwarz. Aber wir machen mal so einen Lucky Shot Mörser auf die Jungs da oben. Ja. Trifft. Es trifft wirklich. Wie gesagt, du kannst mir sagen, was du möchtest. Wirklich, wirklich. Zwei Zollschablone, ne? Ja. Wie viel kriegen wir denn unter? Im besten Fall vier. Vier, ne? Also auf die drei, ne? Ja. Sind drei Tote und ein W3 Pins. Zwei. Dann brauche ich zwei Pins und drei weg. Der Mörser ist aber super heute. Das ist schon wieder... Ich habe Angst vor der dritten Edition. Schwarz. Egal, wir müssen ja... Denk an die Mission. Drehung und ein bisschen nach vorne. Run. Also nicht run, aber... Oh. Ich möchte die aktivieren. Ja. Jupp. Mhm. Das funktioniert. Und ich gehe... Wir sind Locals da unten, ne? Das sind Locals. Das ist gar kein Problem. Die sind ja eben da gerade drin. Die sind ja drin, ja. Das ist ja alles kein Problem. Sagen wir auch, durchs Torhaus kommst du runter, ne? Oh, tot. Ah, tot. Ist Gebirgsjäger. Ist, ah, ist noch ein Gebirgsjäger. Der hat ja ein Seil dabei. Hallo. Ja, die kommen sowieso überall hoch, runter, raus, ran. Die haben Seile dabei. Das ist... Nein. Haben die getrunken. Schieße ich jetzt ganz gemein dir hier einfach runter in den Rücken? Ja. Ja. Der Sniper mit dem einen Pin ist mir scheißegal. Da hat alles geschossen. Tja. Gewehre auch nicht auf lang. Maschinenpistole trifft sogar. Mhm. Das heißt, wir haben drei Maschinenpistolen. Die auf lang sind. Auf lang. Also auf die 4. Gewehr bewegt auf die 4. Mhm. Sind noch 2. Und Maschinengewehr bewegt auf die 4. Mhm. Aber Maschinenpistolen sind auf die 3 und nicht auf die 4. Mhm. So, Maschinenpistolen auf die 3. Warum würfel ich nicht mal wann anders? Das sind schon mal 3. Mhm. Und der Rest auf die 4. Ja. Wie viel? Oh, eine ganze Menge. Ich glaube, der Trupp ist weg. Wie viel denn? 7. 7. Aber 2 Sechsen. Ja, die sind tot. Ach so, das sind 7. Es wäre sogar noch eine 6 gewesen. Oh, erster Killpoint für dich. Nee. Wo haben wir? Hier, da ist noch ein Torhaus. Da können wir Victims. Ja. Nehmen wir mal Todeswürfel einen. Reinpacken. Nehmen wir mal. Achso, ja, die Todeswürfel. Okay. Du und der Mörser, Alter, das ist. Haben Amerikaner und Briten schwere Mörser? Nee, ne? Können sie mitnehmen, aber gibt's so nicht. So, warte mal, Briten haben, glaube ich, ein Modell. Ja, du Russen ist der 5 schwere Mörser. Ja. Boah. Wow. Stark. Könnte. 3 Zoll Schablone, ne? Die schwer? Ja, 3 Zoll Schablone. Könnte ziemlich, ziemlich unbequem werden. 1W6 Pins. Ich fahre hier 9 Zoll. Nee. Halt. Ich habe gemessen. Der ist drin. Das ist durch das Thema. Ich baller in das Torhaus rein. Ja. Ich würde dir eine auf die leichte Deckung geben. Ja. Und auf den Medic, aber der Medic steht ja hinter den Locals. Dafür ist immerhin jetzt ein Six-Up-Safe. Ja. Es ist aber nicht Pointo Blanco. Wobei, die sind genau. Also auf die 5. Ja. 12 Schuss auf die 5. Das sind gar nicht so viele. Ein Pin auf jeden Fall, wa? Ja. 5 und 3
3 weg. Aber 6er feel no pain. Ja. Nee. Alle 3 gehalten. Ja, habe ich. Warte, beweist doch das Gegenteil. Oh, jetzt sind die Würfel. Schwarz. Chef hinterher. Im Run. Das muss schneller gehen. Ja, schneller. Und wenn du halt mehrere da hast, hätte ich gesagt, du kannst immer W3 weg. Ja, du musst ja eh bis hier vorne an. Ja, ja. Das geht. Die sind jetzt weg, ne? Genau. Na gut. Oder? Ja. Ja, ja, warte mal. Stell sie einfach hier. Nee, ein anderer schaffst du ja eh nicht in der Runde raus. Wobei, der schafft es nicht. Also die schaffen gerade, ist nur so... Ja, dann sind sie nächste Runde raus. Nächste Runde raus. Oh nein. Er steckt... Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Ah, die Fähre ist schon weg. Ah. Nein. Ah. So dieses... Der Dunkirk-Moment ist das. Ja, genau. Was? Ja, hier. Dunkirk 2.0. Ja, nur in Kreta. Ja. Kreti. Kreti. Kirk. Kurt Krieg. Kurt Cobain? Kurt Cobain, ja. So. Die hinterher. Ich muss auch so ein bisschen Platz machen jetzt hier für den Nachschub. Schnell. Und gleich, na, ich habe noch einen Jagdflieger, der kommt übrigens vom, ja, von Wasserseite aus. 41. Das ist der Amphibienmaus. Amphibienmaus. So. Hier tut sich alles gar nicht mehr. Ich möchte die Gebirgsjäger aktivieren. Jo, ein Pin weg. Mhm. Und dann möchte ich mit denen... Da sind sie lang, da! So. Ah. Die gehören alle dazu, ne? Nee, ja, die nach Gebirgsjägern aussehen. Genau das, der Rest sind falsche Jäger. Du hast jetzt... Nee, doch, das passt. 3, 6, ja. Achso, schießen? Schießen auf die... Auf die Locals? Ah, ja. Die haben letzte Runde, wollten die den Captain kaputt hauen. Haben sie auch. Du bist ja hier da, also genau noch in normal, also auf die 4. Mhm. Bis Subs auch auf die 4 wegen langer Reichweite. Du hast leichte Deckung, also auf die 5. Ja. Wir haben 3x Sub. Und 3x Reifel. Mhm. Also 9 Würfel auf die 5. Mhm. Hatten wir gerade gesagt, ne? Ja. Bewegt lang reich. Ja, auf die 5. Das ist ein Pin. Aber nur 2. Ein Doder und du hast ein. Ja, mein Dog. Nee. Ein Doder. Schwarz. Gut, jetzt sind sie halt aber ein bisschen schwerer auch zu aktivieren, ne? Ja, hier werde ich mal den Trupp aktivieren. Oh, nee, die gehen down. Das ist ja jetzt nicht so gut. Ey! Warte doch! Warte! Wir sind gestolpert. Blö. Warte mal, das war der hier, ne? Genau, das ist der Trupp. Dann wollen die... Fallschirmjäger hinterher. Die sind ja mittendrin im Torhaus. Mhm. Wenn ich sie jetzt da hinstelle, kannst du auch mit deinem MG nicht schießen. Nee. Aber ich kann auch nichts machen. Richtig? Richtig. Richtig. Die gehen da. Also mache ich einen Run, dass die hier stehen. Okay. Na. Und dein Chef ist hier noch mit dabei, ne? Ja, genau. Der kommt als, der wird als nächstes. Ja, so. Und hier stehen wir auch noch. Gehen dahin. Zack. Ja. Oh, March of the Dead. Gehen wir da mit denen mal. Ihr müsst da Platz machen. Durchrücken, nicht vorwärts. Bummeln. Nicht bummeln. Nicht schubsen. Frau doch hier zuerst. Blö. Dann geht jetzt mein Chef dahinterher, der wird dann auch irgendwo nach dem Run, der wird dann irgendwo... Hier irgendwo da, ne? Ja, die stehen auf jeden Fall alle dicht am Haus, dass dein MG sich ja, erstmal ja,
ins Erdgeschoss verschieben muss. Blö. So. Wo gehört der denn eigentlich hin? Da, nee. Ach, das war der von dir, den habe ich mitgenommen. So. Halleluja. Mein Maschinengewehr versucht jetzt seinen Sniper nochmal wegzumachen. Das hatten wir auf die 6 gemacht, ne? Mhm. Ja, einer. Oh. Gibt einen Pin und er ist weg. Ah, krass. Ein weiterer Killpoint für dich. Crazy. MG-Punkte raus. Ja, voll. 60, obwohl ein Sniper kostet auch nicht so. Der kostet auch nur 70 Punkte oder so, ne? Aber jetzt muss ich mein MG halt umpositionieren, weil. Ja. Schwarz. Ja, hier deine Markierung ist auch wieder weg, weil ich ja weitergegangen. Komm mal auf die andere Seite. Jetzt musst du einfach als nächstes die Mörsergranaten werfen. Wie bei James Rian. Haben sie auch. Klung. Ja, funktioniert aber nicht. Nee? Nein. Das ist ja oben auch so eine G-Sicherung. Ach so. Für den Kipppunkt und für einen Drall und so. Du hast 3 oder 4 Sicherungen in dem Ding. Meine ich. Herrin der Mörserei, Mörserei verbessert mich. Blö. Mein Schnippertrupp möchte auf deinen MG oder Mörser? MG oder Mörser? Nee, Mörser wird durch Mörser gemacht. Auf dein MG schießen. Nein! Nein. Das zweite Mal in Folge nach 1. Alter. Kein guter Snipper. Nee. So, dann haben wir noch die Griechen und die 2 Trupps, die im Auto sitzen. Dann nehmen wir doch mal... Den Medic habe ich auch noch. Dann werde ich mal die Griechen aktivieren. Die haben 3? 2? 2 Pins. Nö. Nö, die gehen auch down. Auch gestolpert. Wartet doch. Gestolpert. Oh, Menno. Noch nicht. Der Medic. Warte mal, wie viele Würfel sind hier noch drin? Also ich habe noch 3 Würfel. Ja, genau. Medic, Fahrzeugbesatzung. Na, hier, March of the Dead. Ja, die rücken nur jetzt nach. Das ist, erinnert mich an ein anderes Szenario. Da ging es auch um, ich musste wohin. Ja? Aber weil es da noch gerade so eng wird. Ach so. Wie in dem letzten, auf einer Autostrecke. Medic. Soll ich ihn einfach mal laufen lassen? Oh, er ist in das Sonderkraftfahrzeug eingestiegen. Ärgerlich. Er steht jetzt hier vorne an der Ecke. So, dann habe ich noch die 2, die draußen sind. Die bleiben auch draußen. Dann habe ich noch einen March of the Dead und du hast noch 3 Würfel. Ja, mein Air Observer, der klettert jetzt langsam runter. Ja, die bleiben auch da stehen. Die haben noch keinen Platz. Der klettert hier hin. Mein Mörser versucht das jetzt mal. Ja. Auf die 4 jetzt schon. Nein! Immer noch nicht. Nö. Guter Mörser. Und dann habe ich noch einen Würfel und das ist... Das Auto hier hinten. Das Auto hier hinten, genau. Stimmt, da war ja was. Da ist doch einer. 12 Zoll, bewegt. Ich bin allerdings down. Du bist down, also auf die 6. Einer, ja. Ein Doder. Eins und eins. So, dann sammle ich mal deine Würfen hier ein. Ich habe deine hier auch schon. Runde 4. Ein schwarzer Würfel. Du musst jetzt noch einmal einen mit deinem Mörser abgeben, bevor er weg ist. Eigentlich schon. Dein MG kann eh nichts machen. Ich habe 12 Zoll Mindestreichweite, ja. Das geht nicht. Wieso? Nimm doch die hier, die hast du auch schon mal getroffen. Ach so, soll ich einfach nochmal da drauf? Ja, gut. Feel free. Auf die 6. Oh, ganz knapp, ganz knapp. Der nämlich ist wirklich, eine 7. Der ist so noch gekühlt. Okay, ich versuche das jetzt auch nochmal. Auf die 3 jetzt mittlerweile schon. Ja. Das ist so erbärmlich. Ja, ja. Es sind alle drin. Plus 2, also auf die 3 plus. Einer! Und W3 Pins. Einer! Wow! Oh, warte mal, ich hätte auch aktivieren müssen. Ach ja. Warte mal. Ja, hätte aber geklappt.
Aber einer bleibt da ja jetzt. Mhm. Wow. Also ich und Mörser ist nicht so... Blau. So, die Griechen sind im Torhaus. Ja. Da hinten liegt auch noch wer rum. Ich muss jetzt eigentlich hier hinterher und in die Leute rein. Oder auf den Carrier schießen. Mhm. In dem einen Carrier hat die Besatzung ja auch immer noch einen Pin. Mhm. Aber das ist in dem, glaube ich. Das ist in dem, ja. Okay. Du hast schon wieder, glaube ich, mein Maßband mitgenommen. Habe ich schon wieder, ja, stimmt. Ja, ich komme nicht. Ich würde mit einem Run hinkommen. Ja, dann müsste ich halt einen Run machen. Ja. Wobei ich jetzt eigentlich einen Advance gesagt habe, aber das ist ja... Ja. Kuckuck. Ja, Brand Carrier brettert jetzt einfach über die anderen drüber. Ja. Aus dem Weg! Und da flieht die erste... Einheit raus, ja. Kannst ja dann auf dem Bazar den... Ja. Ja, verzögern ist schon scheiße, ne? Mhm. Kannst dafür deine Britowskis. Womit darf es weitergehen? Ich komm da ja nicht durch, das ist ja die Scheiße. Ich versuche die mal aus der Schusslinie zu bringen. Oh, den habe ich gar nicht mit reingepackt. Oh. Aha. Zwei Pins, ne? Ja. 7, 8, 9, das klappt aber. Und schnell weg hier. Was ich jetzt zum Beispiel machen würde, wäre jetzt eine Sicherung aufbauen. Carrier vor, drehen, ja, absitzen, hier zumachen und dass ich erst am besten den Carrier noch eindrehen. Ja. Und weil das, was jetzt davor ist, ist eh tot. Die Griechen schaffen es vielleicht noch. Oh, okay. Nummer von denen. Da würde ich jetzt aber mal, die würde ich hier lang laufen lassen, weil ich brauche jetzt einfach um mal den Port zu entschlacken. Ja. Ein blauer Würfel. Ich möchte die Gebirgsjäger in der Festung aktivieren. Yep. Mhm. Advanzo. Hinter den Griechen, hinter den Locals. Ja. Geben wir dir noch eine 1, weil du in diesem... Ach komm, ich gebe dir den 1er. Hast dich da so in dieses... Torhaus an. Du bist eins mit der Silhouette des Torhauses. Sogar zu! Wenn du sie komplett auslöscht, kriegst du auf Lebenszeit Tzatziki-Verbot. Das ist schlecht. Ja, eine. Ich schieße alles auf 12. Also sind die Maschinenpistolen auf lange Reichweite, also auf die 4. Ja. Und die Rifles auch auf die 4. Du bist in Deckung, also auf die 5. Ja. Das ist, glaube ich, das. Fährste 2, 4, 6. Alles auf die 5. Da ich da schon wieder 3, 6, 4, 4, 6 sehe, ist alles in Ordnung. Eine 6 dabei. Ne, 2. 2 Tode. Mhm. Wie viel sind die jetzt noch? 4. 4 mit 3 Pins. Oh, grün sag ich schon. Blau. Wo habe ich den blauen von eben gerade eigentlich hin? Ach ne, die hier oben habe ich ja nicht angegeben, sondern die da unten. So. Die hier oben. Na, das Torhaus ist ja auch ein Advance nach unten. 6 Zoll, ne? Ja. Oder kann ich die verprügeln? Run? Du musst ja mit dem Run runter. Run kann ich ja im Gelände nicht machen. Also doch, es sind Gebirgsjäger. Ja, ich kann immer einen Run machen. Theoretisch, aber ist egal. Nee, ich muss eigentlich da hinten erst hinterher. Mit dem Auto? Mit dem Auto. Autosen. Oder ich... Das Maschinengewehr hier nervt mich ein bisschen. Aber das kriege ich auch irgendwie irgendwann anders auch mal weg. Das, ja, das Problem stirbt ist, du kannst jetzt darauf jetzt... Mit dem Maschinengewehr nicht. Mit dem? Ja. Die?
Nee. Nee, du musst ja erst drehen. Ah, dann beim Maschinengewehr kannst du doch dann noch schießen. Nee, das ist ja ein Advance. Ja, kann ich feuern. Ich fahre hier mit dem Auto. No. Das kommt genau, dass ich hier so... Guck, guck, guck. Ja. So, jetzt entweder die 2 cm Kanone in den Bren rein. Ja. Ja, kommen wir mal die 2 cm Kanone ja. in den Bren. Die anderen haben schon so oft auf die Fresse gekriegt. Zweimal bewegt. Ja. Auf die 4. Einer. Okay. Du bist eine 7, von hinten eine 5. Ich habe plus 2. 5. 5, 5. 5, 5. Also. Glancing, oberflächlicher Schaden. Mhm. Fuego. Er brennt. Also 2 Pins. Erstmal Feuer. Jetzt muss ich einen moralischen machen, ne? Hat er schon einen Pin? Nee, gar nicht. Der hat einen durch den Treffer. Ja, nee, insgesamt sind es ja nur 2. Du kriegst einen zusätzlich und deine Besatzung kriegt aber 2 Pins. Weil die haben jetzt, dann sind die insgesamt bei 3. 3, ja. So, und... 8. Nö. 9, nee. Damit ist der Bren kaputt. Ah. Und die Besatzung kriegt W6 Hits. Ja. 1. Okay. Ein Doder. Ein Doder. So, die kann ich ja neu. Ja. Oh. Und die sind down. Ja, nehmen wir einen Würfel raus und haben 3 Pins. Down mit 3 Pins ist schon. Hm. Einen Würfel habe ich da schon hingelegt. Ja. Du bist. Musst du jetzt hier auch noch weg. Ist gar nicht so leicht hier zu fliehen. Alles voll. Ja, wirklich. Oh. Ein blauer Würfel. Ich möchte dieses... meine Fallschirmjäger... Ach komm hier, ich nehme noch einen zweiten Würfel mit raus. Die beiden Trupps machen einen Run raus. Ja. Aus dem Daraus? Tor, also die sind so kurz. Ja, in der Deckung hier. Ja genau, beide Trupps gleich, dann sind beide Würfel gleich da hinten. Und also der Chef auch, ja? Chef geht gleich, ja, der, den habe ich aktiviert mit Schnipp. Bin ich auch weg vom Maschinengewehr. So. Ich gehe mit meinen... Immer so, ich gehe in das Torhaus und dann kann ich in der nächsten das Torhaus runtersteigen. Ja. So, dann gehe ich hier ins Torhaus und mache hier so wütendes Geballer aus dem Torhaus raus auf. Ah, erstmal aktivieren. Ach ja, die haben. Die hatten einen Pin. Von wem denn? Weiß ich nicht, aber der liegt hier. Ja. Okay. Ach komm, ich lass dir deinen Börse. Du hast so viel Spaß mit ihm. Ich schieße auf das Maschinengewehr mit drei Rifeln und einem LMG. Rifle auf lange Reichweite, LMG nicht. Also die Rifle 3 Stück, bewegt lange Reichweite auf die 4. 5. Bewegt lange Reichweite auf die 5. Auf die 5, ja gut, sind trotzdem 2. Ja. auf die 2 und das Maschinengewehr auf die 4. Ich würfel hier nochmal. Ist eine 6 geworden. Ja, also total. Okay, wir sind bei 5 Hits. Okay, könnte reichen. Ich sehe 2 Sechsen. Ja, dann ist es weg. Würfel aus dem Sack. Zack, nee, zack. Das ist der falsche. Sind schon 4. Ich muss jetzt evakuieren. Das muss da schneller gehen. Mann. Mortar hat schon geschossen. Sniper auf dein... Nee, der hat noch nicht in dieser Runde. Mhm. Sniper auf deinen Mörser. Wow, er trifft... Nee. Also ein Pin. Ja. Wow, du bist der beste Sniper aller Zeiten.
Oh, March of the Dead. Es wird weiter evakuiert. Ja. Run. Nochmal. Oh, March of the Dead. Sehr gut. Wir brauchen das jetzt. Das ist ja auch hier. Der. Nee. Zwei hast du da hinten noch am rumgambeln. Oh. Na gut, immerhin sind die aus der Schussbahn raus. Ja. Das heißt, ich kann dir dein absolutes Missionsziel nicht. Raus. Zersiegen. Ein Schwarzer. Die Griechen. Ja. Why not? Soll ich mal aktivieren? Ich versuch's mal. 5, 6, 7, 8. Geht. Ja, geht. Angriff! Ja, die werden ja eh sterben. Von daher versuche ich jetzt da nochmal irgendwie. Ich schieße aus dem Torhaus raus. Jo. Da ist auf jeden Fall zwei Gewehre und ein Maschinengewehr. Ja. Alles auf Point Blank. Ja. Nee, ich habe auch auf. Du schießt ein bisschen in der Mitte vom Torhaus. Okay. Ich habe auch nicht auf. Ich habe auch auf lang. Okay, also kurz. Auf die drei. Ja. Sind 5 Treffer. Auf die 5. 2 Tode, 1 zum Schneibern. Nein, aber 2 Tode, 1 Pin. Die armen Gebirgs. Gebirgsjäger. Jäger. Ein Schwarzer. Ja, dann drehen wir mal den Brand Carrier. Das ist ja Turn on Spot. Ja. Mein Air Observer dackelt weiter runter. Ja. So. Was ist das? Runde 4 sind wir, ne? Wir sind Runde Nein. Oh, geil. Passt genau rein. Würfeltower. Nicht schlecht. Würfeltower. Ja. Das wäre schon geil. Ich hätte ein schwarzer Würfel. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Die Brennkarrierbesatzung. Ach, du wolltest schießen. Ach, ich wollte schießen, Mensch. Ja, warte, das machen wir nochmal schnell. Ich habe ein Forward. Du kannst mir einen Pin erzeugen. Ja, aber ich habe 2 Maschinengewehre. Das ist ein Fahrzeug. Ja, aber ich habe mehr Schuss. Ja, aber du kannst mir maximal einen Pin erzeugen. Also 5 plus vorne. Das ist ein LMG, ne? 4. Bewegt auf die 3. Jawohl, habe ich. Gib einen Pin. Achso, jetzt hatte ich ja den zweiten schwarzen. Die Besatzung. Besatzung raus. Die war ja ohne Pin. Die ist mit ohne. So. 6 Zoll. Ja, kann ich hier so. Und dann würde ich noch schießen. Ja, aber dann sind die zusammen. Das ist der March of the Dead. Scharf an den Halbtoten vorbeigeballert. Ja, wo habe ich jetzt den Würfel hingelegt? Hier, der liegt hier da. Schon. So, da ist auf jeden Fall 3 Gewehre, 2 Gewehre und ein Machine Gun. 3 Gewehre und eine Maschinenpistole. So, ja. 3 Gewehre ist ein zusätzlicher Würfel. Also 4, 8 macht 8 Würfel. Da wird eine 4 dabei sein. Ja. Gut, zweiter Pin. Dann hast du noch deinen Medic Schmedic, der hier rum ist. Und ja, wir machen das einfach so. Ich habe mein Maschinengewehr noch und meine Howitzer. Oh ja, den Medic kannst du noch mal 12 Zoll rennen lassen. Wo ist denn der andere March of the Dead? Da, hier. Der Medic rennt nämlich genau dahin, wo die gerade hergekommen sind. Ja, mein Maschinengewehr. Das hat jetzt auch ausgedient. Das tapert dann hier jetzt langsam im Haus nach unten. Mhm. So. Hier wäre irgendwie so eine Verbindungsbrücke noch ganz nett. Ja. So, Artillerie. Ja, auf den Mörser. Ja, was? In den Hafen! auf den Mörser, komm. Eine 6. Der ist doch eh eingeschossen. Nee, das ist der Mörser. Ach so, ja, die Artillerie okay, hat 6. Eine 6. 2 mit plus 3. Einer. Oh. Aber du kriegst W6 Pins. 6. 6? Oder? Sind's? Ja, ich habe eine 6 gewürfelt. Ist das eine 3-Zoll-Schablone? Nee, ist Medium. Medium Howitzer ist eine 3-Zoll-Schablone.
W3-Pins, aber okay. Also sind es nur 3 Pins. Ja. Also sind wir schon bei 5. Die Schwere hat die. Ja, und du musst einen Moraltest machen. Wegen letzter Mann. Hat sich das Mörser-Team aus dem Funkkreis abgemeldet? Ja, ja. Okay. So, das war's. 5. Runde. Schwarz. Ja, wir können da erstmal. Warte mal, der muss noch in den Sack. Ja, ich würde jetzt hier mal. Oh ja, der Chef kommt raus. Oh, ja. Oh, oh. Dann lassen wir den Chef mal rauslaufen. Auch nett. Der haut das. Auch nett. Der Chef haut als erstes ab. So, das heißt, das ist ein Punkt für mich. Achso, hier lag noch ein schwarzer. Wofür ist der? Keine Ahnung, da lag noch hier ein schwarzer. Ist auch noch der, ja, das ist ja der Victory, deswegen habe ich einen schwarzen da gerade hingelegt. Ach, das war der auf dem Brand. Ja, nee, den von Brand Carey habe ich reingepackt. Egal, der ist auch nochmal, der muss in den Sack rein. Achso. Blö. Ich muss mal auf der Seite gucken. Auf der Betrügerseite. Von hier aus hinten in deinen Brenn reinkacheln ist auch lustig, aber machen wir nicht. Wir fahren mit dem Auto vor. Zack. So, eingedreht, niedergeschossen. Nehmen wir mal das Häuschen runter, damit man das. Auf die 3. Ja. Drei nicht geschafft. Hm. Einer. Okay, stark. Gutes Sonderfahrzeug. Schwarz. Ja. Was ist das? Achso, der gehört dazu. Der Medic schafft es nicht. Nee, der Medic schafft es nicht. Der braucht noch eine Runde. Aber ich bringe ihn einfach mal in Sicherheit, bevor hier noch irgendwelche Dummheiten passieren. Bevor der auch noch über den Haufen geballert wird. Ja, ja. Ich gehe mal dahin. Ich denke, am Port wird eigentlich nicht gerannt, ne? Nicht, dass ich nur aus, sondern musst du auf die Ausrutschtabelle würfeln. Ja. Oh, ich brauche einen anderen Würfel, das ist so scheiße. Ich brauche Platz. Gut, dann schießt der Carrier nochmal. Ja. Auf die 3, auf die 2. 5. Nimm noch 4 Würfel, das, oder 5 Würfel, das, du wirst eine 2 haben. Ja. Jetzt ist es schon schwierig für mich, den zu aktivieren. Ja. Blö. Nimm noch einen raus. Ich mache nämlich da hinten Bewegung bei dir. Und snap to action. Snap to snaction. Ja, ich komme aber nur mit dem Run dahin, wo ich hinkommen möchte. Guten Tag. Hallo. Vielleicht fahre ich einfach auch mit dem Schiff mit. Ja, wir hätten noch ein Plätzchen frei. Ja, hello. Jetzt müssen wir auf die Naval Gun-Tabelle würfeln, ob der britische Zerstörer, der in unweiter Nähe ankert, ob so, der noch was macht. Schwarz. Ich brauche die hellen Würfel, verdammt. Da passt du gerade nicht mehr rein. Nee. Also die kommen da nicht. Nee, aktuell nicht. Deswegen du kannst die da versuchen zu aktivieren. Ja, und mal ein bisschen noch laufen. Ja. Ein bisschen advance, ein bisschen feuern. So. 7, 8, 9. Passt. Da wäre zum Beispiel advance. Schießen, laufen. Wäre ja richtig topo. Weil schön auf point blank schießen und dann abhauen. So, und wir feuern nochmal auf die Typen da. Oder auf das Auto. Ne, die Typen. Das sind 1, 2, 3, 4 Riffels. Die Sub schießt auf lang. Dann sind so 3 Riffels. 3 Riffel gibt ja trotzdem einen Bonus. Oh ja.
So, dann machen wir das SMG. So, die Sub ist auf lang. Die Sub ist auf lang, ein Pin. Oh, Doppel-6. Auf die Infanterie schießen. So. Ja. Die anderen sind auf... die Gewehre sind bewegt. Ja. Ein Pin. Auf die 5, ne? Ja. Das ist eine 6 dabei. Und dann nochmal das MG. Bewegt ein Pin. 5, auch eine. Also 4 Treffer. Nichts. Dann kriegen die Fallschirmjäger einen Pin. So, jetzt bitte mal was Helles. 9. Okay. Da geht nichts mehr. Da hinten geht auch gar nichts mehr. Da habe ich Zeit. Ja. Ich versuche mal, ihn hier zu aktivieren. Mhm. Nö. Mhm. Warum mache ich keinen Rallye? Ich bin so dumm. Schwarz. Ich wollte natürlich einen Rallye machen. Yeah. Aber wäre trotzdem nicht, weil es kein Veteran ist. Ja. Regulär. Ich versuche mal, die Griechen zu entpinnen. Mit einem Rallye? Nö. Nee. Aber klappt nicht, gehen down. Wo wollte ich jetzt gerade was? Down. Blö. Ja, ich gehe hier näher ran, dass wir uns jetzt auf Point Blank ins Gesicht hauen. Okay. Ach, ich habe im Treppenhaus habe ich ja auch noch wen. Ja, du hast auch einen Pin bei der Einheit. Ja. Nö. Nee? Habe ich nicht mehr. Ach so. Weil ich eine einzelne 2 Gewehre. 3 Maschinenpistolen und 2 Gewehre. Maschinenpistolen auf die 2, Gewehre auf die 3. Gewehre treffen beide. Mhm. Maschinenpistolen treffen alle. Ja. Du brauchst 3. Ja, ich habe 5. Okay. Ja, die Griechen, das ist irgendwie... ich glaube, wir müssen da nochmal eine andere Kampagne spielen. Die Kampagne lag denen, glaube ich, nicht ganz so. Ich glaube, auf eigenem Boden kämpfen ist für die nicht so. Die brauchen eine Herausforderung. Das Abenteuer. Die suchen das Abenteuer. Ich gehe mit denen hier nach unten. Jupp. Und mehr nicht, ne? Ja, mehr kann ich ja nicht machen. Ich kann ja nur ein Advance hier runter machen. Hey! March of the Dead, raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Von mir müssen jetzt noch 5 Würfel drin sein, oder? Ja. Ja, die gehen... Du kannst deine machen, weil da wird nichts passieren, außer dass ich nach vorne gehe. Okay, das heißt, ich mache erstmal die 3 March of the Dead. Weil meine Artillerie lasse ich nicht in den Hafenball reinballern, das ist mir zu nah dran, beziehungsweise ich sehe es eh nicht. So, die gehen raus. Die gehen, machen jetzt nochmal frei. Wir machen den Weg frei. Achse. Weiß nicht, Volksversorge? Nee. Und die gehen auch, die 6 Zoll. Hier unten. Das heißt, die würden jetzt in der nächsten Runde beide rauskommen. Die gehen dann wieder in den Sack rein. Und ich habe noch 2 schwarze. Das heißt, wir haben noch den Trupp und den Trupp. Okay, der Trupp kann sich so aktivieren. Ah, die können ja auch run. Ja, aber reicht, glaube ich, trotzdem nicht. Nee, aber die können zumindest ja auch... Ja, die können ja... Auf den Steg hier. Easy. Das ist der. Und dann haben wir die noch. Da muss ich allerdings einen Test machen. 7. Das geht. Hä, die haben doch einen Befehl gekriegt. Mit denen hast du einen Advance gemacht. Ja, den. Ah, oh, 7, 8, 9, 10. Nee, die gehen down. Okay. Ja, dann geht's jetzt direkt in die 6. und letzte Runde. Vielleicht. Voraussichtlich letzte Runde. Ein blauer. Gar nicht gut. Ja. Snap to action. Snap. Erstmal möchte ich. Ja, okay. Ja, der Chef? 6 Zoll nach vorne. Genau, so ein bisschen zur Seite orientiert. Mhm. Und knallt den da gemein in den Rücken. Wie viel ist das? Über 6? Ja. Also 4 Schuss auf die 4. Ja. Einer. Ja. Ein Toter. Okay. Nee, Blödsinn, gar kein Toter, war eine 3. Den letzten Metern fängt er noch an zu schummeln hier. Ja, deswegen habe ich mich auch nachkorrigiert, genau. als nächstes der Autowagen. Der Autowagen.
Könntest vorfahren. Aber eigentlich will ich deinen Brand knacken. Jo. Zack. Hier hin. Ein Zoll Abstand. Kriegst du leichte Deckung durch deine Infanterie. Und einen Tinnitus, weil ich nehme jetzt. Und die W3-Pins. Und du kannst sonst schon mal meine falsche Mega hier so hin positionieren, weil dann schieße ich an dem Brenn vorbei auf die. Ja. Wobei ich könnte auch auf die schießen, weil ich schieße an Autos. Ist ja egal. Ja. Können wir schon mal hin. So, zwei Schuss. Bewegt. Leichte Deckung auf dein Brenn. Nö. Gar nichts hier, die musst du aktivieren noch, ne? Ja. Gut. Und dann alles an Feuer auf. Die einen haben 3 Pins und die anderen haben 2 Pins, ne? Ich möchte die mit 2 Pins beschießen. Kriegst sowieso schwere Deckung. Ja. Ne? Die Autos dazwischen und so. Ja, deswegen kriegst du schwere Deckung. Alles ein bisschen, aber es klappt schon irgendwie. 3 Maschinenpistolen, sind es unter 6, ja, ne? Ja. 3 Maschinenpistolen, ein Maschinengewehr und 1, 2, 3, 4, 5 Rifle, also 4 Rifle. Zack, 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 zack. Maschinengewehr bewegt und Point Blank gleicht sich aus. Schwere Deckung auf die 5, Gewehre auf die 5, Maschinenpistolen auf die 4. Also 6 Schuss auf die 4. Einer, sehr gut. Und die anderen auf die, ich leg das so, zack, und die anderen auf die 5. Einer. Oh, okay, also 2 Jetzt Treffer. Zum Ende würfel ich nochmal richtig schön. Gut. Richtig, aber 2 und eine 6 dabei und nö, 2 weg. Okay. Jo. Okay. Dann geht's weiter. Ja, du hast gesagt. Also, ich muss ziehen. Schwarz. Der Medic läuft raus. Also Medic und Chef sind schon mal an Bord. Platz da! Weg, weg, weg! Oh ja. Den kann ich gleich hier oben hinlegen. Ja, da geht dann der raus. Ein blauer Würfel. Der geht damit zu. Mit Advanced schaffe ich da gar nichts. Ich möchte... Komm, wir versuchen es hier nochmal, ist eh mehr oder weniger. Jo! Aktiviert. Aktiviert. Schutzschild aktivieren. So, vorwärts. Ich habe mein Maßband drüben liegen lassen, aber 9 Zoll müsste irgendwo hinter dem Bren sein. Ist jetzt einfach an mir vorbei? Klar. So neben mir. Hallo! Tschüss! Auf die. Ja. Bewegt 2 Pins auf die 6. Ja. Ich glaube, da war nicht eine dabei. Nö. Gar nichts. Gar nichts. Cool. Gar nichts. 2 Pins sind halt auch schon assi. Finde ich auch gut, dass es in Zukunft ja auch wegfällt. Ein Schwarzen. Dann läuft der Trupp hier oben. Raus. Raus. Ein blauer Würfel. Wo ist den Schwarzen hingetan? Den habe ich hier oben gleich draufgelegt von dem Medic, oder nicht? Nee, das ist der Trupp jetzt. Ach so. Ja, hier. Da. Habe ich doch gesagt. Ich mache ein... Die Gebüchse wollen ja hinterher... Ah! Wobei, es ist ein Transporter, ne? Ja. Nackiger Transporter, der war letzte Runde näher an meinem dran als an deinen. Ja, ist er weg. Der ist weg. Wir lassen ihn jetzt einfach da stehen, aber der ist abgehauen. Aufs Schiff. Aufs Schiff. Der ist schon evakuiert. Okay, wir legen den down. Weil er ist down. Ja, ja. Den würde ich auch nicht da hinzupacken, sondern der ist halt einfach... Ist er weg. Blau. Ich laufe hier mit den hier. Witzig, ich habe den blauen Würfel so als ungefähr und er ist relativ genau da, wo 12 Zoll sind. Hier ist auch noch ein Grieche. Oh.
dass ich verlaufe. Hallo! Ich hoffe, du mich nicht vergessen. Hellas! Ja. Ich bin raus, weil ich kann noch nur da hinten vier sind noch. Ja, ich kann nur noch 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Okay, was habe ich jetzt noch? Zwei schwarze und einen braunen. Okay, der braune geht raus. Somit sind alle 5 Missionsziele auch raus. So, jetzt die beiden schwarzen. Nur noch die 2. Okay, ich versuche mal den Trupp zu entpinnen. Das gelingt. Und die machen einen Run. Was soll denn das? Schnell weg hier. Von einem Auto ins nächste gelaufen. Ja, das mit dem Transporter finde ich auch dumm. Warum, ja. Warum ist der dann weg? Ja, eben. So, wenn er dann, was weiß ich, Run vom Feind wegmachen muss. Ja, okay. Ja, okay. Was machen die anderen? Die sind down. Die sind down. Okay, na dann würfeln wir mal, ob es weitergeht. 4, 5, 6 geht's weiter. 4, 5, 6 geht's weiter. 6. Na, dann geht's noch eine Runde. Eine Runde, ja. Das ist ein bisschen schwierig gegen deine ganzen Würfel. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, das ist ein blauer Würfel. Ich möchte das Auto aktivieren. Es geht. Dann schießt er nur noch mit einem Pin schlechter. Nein! Mau den Weg zu, da musst du über die Keilmauer springen. Dann kann ich mit advancen. Aber ich. So. Hast du ja hinterm Gemüsestand versteckt. Also ja. Bewegt ein Pin, leichte Deckung, aber ich bin Point. Ja. Also auf die 5. Ja. 4, 6, 2, 6. Und dieses Auto wird er dann in Zukunft nur noch 6 Schuss haben. Ja, genau. Finde ich dumm. Das ist ja seine Hauptbewaffnung. Ja, ja. Warum? Ja. 3. 3 Treffer. Ein Doda, ja. Aber nein. Okay. Geht ja noch. Geht noch, jetzt musst du nur aktiviert bekommen. Das schaffst du schon. Hätte ich mal den Chef stehen lassen. Das ist ein blauer Würfel. Ja, ich renne mit. Bleib stehen, du Lump! Schnarcht da etwa jemand? Immer bewegt ihr eure kleinen Plastikfigürchen. Echt? Die sind aus Zinn. Oh. Ja. Oh. Ja, dann mache ich da weiter. Willst du meinen aktivieren? Ja, richtig. Ich charge dich mit meinen Fallschirmjägern. Okay, wir lassen sie mal so stehen. Abwehrfeuer geht nicht, ne? Weil ich unter 6 Zoll... Meine sind unter 6 ja. Zoll, oder? Ja, ja, unter 6. Ach komm, mach doch Abwehrfeuer. Ja, nee, wir schlagen doch gleichzeitig zu, oder nicht? Unter 6 Zoll hau ich zuerst zu. Deswegen mach doch Abwehrfeuer. Ich hau zuerst zu, aber du darfst Abwehrfeuer machen. Hast eh 2 Pins. 4... Also Maschinengewehr... Auf die... 3, ne? Nee, 2 Pins. Ah, 3 ja, Pins. 3 Pins, aber point blank. Das heißt also auf die 5. Sub, nee, die treffen nicht. Subs, 2 auch. Oh, 5 und 6. Stark. 2 Rifles, nix. Also 2 Treffer. Auf die 5, 1, 6. Ja, ein Doda. Gut, dann gehen da jetzt... Das ist, glaube ich, noch, der ist noch vollzählig. Jetzt sind es noch 9. 9 3 ja. Maschinenpistolen. Ich würfel die 3 Maschinenpistolen zuerst, ne? Du schlägst das erste zu, ne? Ja, es sind reguläre, ne? Wie viel sind es noch? 4. Okay, ich habe mit den Maschinenpistolen das... Alle? Alle 4. Okay. Oh nein. Nee, deiner. Ah, ich komme an die anderen nicht mehr ran. Ja, die muss ich nur aktiviert bekommen. Du musst sie nur... Das ist jetzt... Ich komme nicht ran. Nee. So, das also können wir das Ganze hier auch abkürzen. Ja. Du musst sie aktiviert bekommen.
Dein entscheidender Wurf. 7, 8, 9, 10. 10. Down. Der entscheidende Wurf. Ich spring jetzt hier ins Wasser rein. Nein. Oder? Schnauze voll. Kampagne erfolgreich gewonnen. Ich. Ja. Tada. Fertig. Ich habe fertig. Du hast fertig. Wir haben fertig. Ja, es ist wieder ein verlorenes Spiel. Es war eine knappe Kiste. Ich habe jetzt natürlich auch, du hast natürlich mehr ausgeschaltet. Ich habe nicht viel gefeuert. Aber ja, ich muss für die Zukunft, mit der dritten Edition wird alles besser. Alles. Mit der dritten Edition wird alles besser. Und ich denke mal, das war jetzt auch fast unser letztes Spiel in der zweiten Edition. Könnte fast sein, weil am 10. August bekommen wir das Regelwerk. Ja, aber dann stellen wir ja nicht direkt um. Und wir haben ja noch zwei Projekte, die wir noch vorher abschließen müssen. Aber machen wir das noch in zweiter Edition? Ja, das machen wir in zweiter Edition. Die beiden Autosachen würde ich noch in der zweiten Edition stimmt. machen. Denn da kommt noch was. Wir spielen noch ein Wittmann-Szenario. Und wir spielen noch eine riesige Panzerschlacht. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird, glaube ich, ziemlich riesig. Und wir haben eine kleine Mini-Kampagne gespielt. 4 Spiele. Ich habe alle 4 verloren. Nein. Doch. Nein, das eine war ein Unentschieden. Ja, stimmt. Waren unentschieden, ja, waren gut. Nicht. Ja, aber ich bin auch ein sehr guter Verlierer. Also ich kann verlieren. Ja, ich weiß es nicht. Es ist so lange her. Nein. Aber war interessant, mal mit der Platte. Ich denke, da ist regeltechnisch, hätte man die auch noch ausweiten können bis zum Getno. Mehr Potenzial, viel mehr Einheiten würde ich gar nicht reinstellen, weil sonst ist es einfach zu voll. Wir haben es ja hier am Ende gesehen, dass da schon Rumgeschiebe war ohne Ende. Ja. Aber war auf jeden Fall ganz witzig. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall drauf spielen. Das funktioniert. Und ich glaube auch, wenn man jetzt nicht so eine Flüchtlingsmission hat, sondern eher so eine Mission, wo man hier vielleicht verschiedene Missionsziele erobern muss, dann geht das bestimmt auch, ne? Oder dass man die Türme einnehmen muss oder so oder irgendwas, ne? Könnte man das hier gut machen, mit, dass du so Verstärkungen kriegst oder sowas, ne? Oder verschiedene Punkte. Das Community House muss eingenommen werden, der Bazar, der Hafen und die Bastion zum Beispiel, dass du wirklich Bewegung drin hast. Ja. Ne? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, das heißt, Platte haben wir jetzt endlich mal ausprobiert, Mission haben wir abgeschlossen. Das war es jetzt erstmal in der Kreta-Geschichte. Aber wie gesagt, es geht ja weiter. Wir haben noch jede Menge Projekte geplant auf jeden Fall. Und das war jetzt tatsächlich auch der letzte Tag von Aaron hier. Ja. Also offizieller letzter Tag. Aber er kommt natürlich wieder. Und ich denke mal, dass wir dann innerhalb der nächsten 2 Monate die 2 Panzergefechte aufnehmen. Das sollte klappen. Ja. Und dass wir dann zum offiziellen Release... Ja, da kommst du ja sowieso, wenn Jürgen kommt. Ja, aber wenn dann der offizielle Release im September ist, dann können wir direkt mit... Dritte Edition durchstarten. Voll durchstarten. Und mit der dritten Edition wird alles besser. Das war's. Bis dahin. Zum nächsten Mal. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ja, wir zocken World War II. Für viele ist das ein Tabu. Mein echter Krieg ist niemals cool. Das ist schrecklich, aber bei uns fließt kein Blut. Mann, das Einzige, was fließt, das ist unsere Fantasie, unser Spaß und unsere Liebe für das ganze Team. Hier haben alle Lust zu spielen, was für Paradies. Und du musst ja nicht hier bleiben, wenn es